Ja, hallo zusammen und willkommen zum neuen Video. Dies ist der Gartenrundgang September 2018. In dem Video werden wir auch eine kleine Reparatur durchführen. Und zwar, wie ihr hier seht, hängt hier der Schlauch runter mit dem Hydraulikmotor unten dran. Ich habe die Heckenschere heute benutzt und dann auf einmal hat es einen Schlag getan und die zwei Schrauben von der Motorbefestigung hat es gelöst. Und die schrauben wir heute auch wieder fest. Ja, so schaut das Ganze aus. Mir hat es, ich weiß nicht warum, die zwei Schrauben rausgerissen. Und dabei ist mir das Teil runtergefallen. Jetzt muss man halt schauen, ob man das Ganze wieder hinbekommt. Schau ich mal, Schrauben habe ich besorgt. Also das Gewinde ist nicht kaputt, scheinbar waren die Schrauben vom Werk nicht gescheit festgezogen. Gut. Schauen wir mal, so ist die Frage, in welche Richtung der Hydraulikanschluss zeigen muss, aber ich tippe mal in die Richtung. So, also so passt's. Dann habe ich mir zwei neue Schrauben besorgt, weil die alten sind nicht mehr auffindbar. Die liegen jetzt irgendwo bei der Hecke in der Wiese. So, die schrauben wir einfach wieder rein. Schrauben wir die untere noch fest. Also das Gewinde ist unbeschädigt, das habe ich schon kontrolliert. So. Dann schrauben wir beide fest. So, gut, das Ganze sollte jetzt fest sein. Da ich jetzt nicht weiß, ob der Hydraulikmotor, nachdem er so runtergefallen ist, noch arbeitet, probieren wir das aus. Jetzt schalte ich ihn, dann schalte ich mal den Traktor ein. Thank you.
So, das Ganze schaut gut aus, die Heckenschere funktioniert wieder. Dann machen wir weiter mit den Ziegen. Ja, die Ziegen, die haben jetzt gerade Auslauf. Das wollte ich euch auch mal zeigen. Dazu habe ich hier den mobilen Zaun aufgestellt. Ja, die Ziegen, die fressen jetzt die restlichen Äpfel zusammen. Sind nicht mehr viel Äpfel drum. Wir haben genau jetzt noch einen Baum, der sehr stark trägt. Das ist der im Ziegengehege drin. Den werden wir jetzt demnächst zu Saft verarbeiten, die ganzen Äpfel. Und die anderen sind relativ leer. Schauen wir es mal an. Man sieht, da oben sind noch ein paar Äpfel dran. Der hat zum Beispiel jetzt gar nichts mehr. Der dahinter, der hat auch nichts mehr. Also hier noch ein bisschen. Und der Baum da im Ziegengehege drin. Der trägt noch reichlich. Ja, die Ziegen, die lieben das jetzt, die Äpfel vom Boden zusammenfressen. Ist ja nicht so, dass keine Äpfel mehr da liegen. Wir könnten es also durchaus noch fressen, die was liegen. Allerdings, wie es ihr hier schon sieht, so viel Wespen momentan. So viel Wespen, dass es sich momentan gar nicht lohnt, weil es alle zusammengefressen werden. Ich warte jetzt, wie schon gesagt, auf den nächsten Baum. Also der Baum trägt nichts mehr. Der Baum trägt nichts mehr. Das wird jetzt bloß noch der da hinten, der eine Menge Äpfel trägt. Und die werden wir jetzt dann runterholen. Und eventuell mache ich sogar noch ein Video vom Pressen. Werde ich dann sehen, wie die Zeit langt. Jetzt hole ich einen Sultan, den Ziegenbock, raus. Da muss ich mir mal sein Knie anschauen. Der hat nämlich vorne ein dickes Knie einfach. Und das schauen wir jetzt mal. So, dann schauen wir uns mal seine Knie an. Komm mal her. Also seine Hufe sind geschnitten, die schauen gut aus. Die habe ich erst geschnitten. Wird schon wieder. Irgendwie am Knie. Also das ist richtig ein dickeres Knie, was der hat. Richtig ein bisschen angeschwollen. Und da tun wir ihm jetzt einfach einen Verband rumwickeln. So. Ich halte ihn mal und du machst den Verband rum. Das ist kein normaler Verband, also das ist schon ein normaler Verband, was wir jetzt drum tun, aber diese auf diesen Voltaren-Salbe haben wir halt drauf getan. So ein Tuch mit Voltaren-Salbe. Vielleicht ist er gestolpert und hat sich da ein bisschen wehgetan, das müssen wir jetzt einfach schauen. Das versuchen wir jetzt mal so zu behandeln. Ein bisschen mit Voltaren-Salbe und ein bisschen einbinden, dass es ein bisschen schont. Und wenn das nicht klappt, dann hilft es eh nichts. Dann müssen wir in die Tierklinik fahren. Ich hole für solche Sachen keinen Tierarzt her. Ich habe damals einen Tierarzt da gehabt.
der Tierarzt hat nicht viel getan damals und hat das, ja, das Dreifache verlangt, was die Tierklinik verlangt, wenn nicht sogar noch mehr. Für jeden Tierklinikbesuch, den wir jetzt bis jetzt gehabt haben, war es so, dass man einen geringen Betrag zahlen musste. Nur. Komm mal her. Und als er uns wieder gesehen hat in der Tierklinik, als wir ihn abgeholt haben, hat er sich richtig gefreut. Ja, na, da war er ein paar Tage dort. Da ist er gerade kastriert worden. Und die Kastration und das Ganze, also Kastration, und ich glaube, er war 5 Tage dort. Von Montag bis Freitag war er dort, oder bis Samstag. 5 oder 6 Tage. Die Kastration mit Spritzen und Vollnarkose hat uns gekostet 80, 90 Euro, so um den Dreh. Ich weiß nicht, was der Tierarzt da verlangt hätte, aber wir hatten damals einen Fall gehabt, da haben wir eine Ziege behandeln lassen, weil es was Falsches gefressen hat. Da ist erst der Tierarzt gekommen, hat eine Spritze gegeben, Aufbauspritze, und war dann ein zweites Mal noch da, hat nochmal kontrolliert. Da war es bei 280 Euro. So 280 Euro war der Tierarzt da. Also ist nicht viel gemacht worden. Und wir sind in der Nähe von München. In München hat eine gute Tierklinik. Und da würde ich jederzeit wieder hinfahren. Natürlich setzt das einen Anhänger voraus. Also einen Tieranhänger, einen Viehanhänger, einen Pferdeanhänger, irgendwas, wo man die Tiere transportieren kann. Und dann gibt es kein Problem. Ja, so, jetzt gehen wir wieder rein. Komm mit, Sultan. Mit Kamera fressen. Komm, Sultan. Geh mal runter, bitte. Ja, komm. Komm. Wo ist es los? Na, was ist denn los? Wie geht's dir denn? Ja. Alles gut. Komm, geh mal wieder rein. Komm. Ja, den Verband, den lassen wir jetzt erst einmal bis morgen drauf und dann schauen wir einfach weiter. Wenn es besser wird, dann werden wir vielleicht noch mal einen Tag den Verband drauf tun. Und ansonsten werden wir Tierklinik fahren. Ja, wir sind jetzt im Ziegengehege drin, in dem zweiten Ziegengehege. Da habe ich jetzt halt ein bisschen was umgebaut für die Ziegen. Beim Nachbarn wird gerade ein Haus abgerissen. Und der Estrich entfernt, da sind sehr viele Betonsteine übrig geblieben. Und da habe ich mir ein paar geholt. Einfach nur, damit die Ziegen ein bisschen ihre Hufe abwetzen besser. Ich werde mal sehen, wie es denen gefällt, wenn ich es drauf lasse. Es wird allerdings noch ein bisschen dauern. Ja, die Topinambur, die zeige ich euch jetzt auch. Die blühen. Sind die nicht der Pracht, die Topinambur? Sind wie so kleine Sonnenblumen. Jetzt gehe ich mal, stelle ich mal die Kamera ein bisschen weiter weg, dass ihr mal seht, wie groß die sind. So, hier stelle ich die Kamera hin und jetzt gehe ich mal dahin. Also Topinambur, die wären riesig. Ich glaube, dass die sogar noch klein sind, weil ich habe gelesen, was von 4 Meter, dass die wären. Und die sind jetzt vielleicht 3 Meter groß. Aber für das, dass das erste Jahr was sind, denke ich mal, ist das okay. Ja, das ist der, oder das war der Aprikosenbaum. Ich weiß es nicht, ob der noch was wird. Das ist die Nancy-Aprikose, der Baum.
ist aber noch nicht morsch. Also es ist jetzt nicht so, dass man die brechen kann. Scheinbar steht er noch im Saft, aber er hat keine Blätter mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt kaputt ist oder ob der einfach bis nächstes Jahr braucht. Das schauen wir jetzt einfach mal, ich habe keine Ahnung. Da drüben ist genauso. Ja, also hier ist der kleine neue Zwetschgenbaum. Weiß ich auch nicht, ob der noch was wird. Das ist die Brunos Hauszwetschge. Ich habe den eingepflanzt, immer gegossen und schaut nach kurzer Zeit so aus. Jetzt weiß ich nicht, ob er kaputt gegangen ist oder ob der einfach bloß noch braucht bis zum nächsten Jahr. Ich habe ja die Zeit, ich warte einfach mal ab. So, hier sind wir bei den Walnüssen, beim Walnussbaum, besser gesagt. Sie sind reif. Die Walnüsse sind reif, sie fallen auch schon runter. Wir ernten gerade und wir haben schon ganz viele zusammengekriegt. Hier oben hängen auch ganz viele Walnüsse dran am Baum. Die sind schon ganz schwarz, die werden jetzt demnächst dann runterfallen und wir werden es dann auch wieder sammeln. Jetzt zeige ich euch noch ein ganz anderes Problem, mit dem ich gerade zu kämpfen habe. Ihr seht ja hier die Hütte und die ist so abfallend. Die fällt von hier, fällt die so runter. Das heißt, auf der einen Seite sinkt es ein. Wir wohnen ja in einem Moosgrund und scheinbar ist die Hütte auf der einen Seite jetzt mittlerweile schon so stark abgesunken, dass ich die Türen schon gar nicht mehr auf und zu kriege. Das merkt man halt über die Zeit. Hier ist es so, da habe ich ja die Tür nachträglich mehr reingebaut. Man merkt es einfach, ich hatte unten am Anfang einen Abstand von 3 cm. Und jetzt ist es so, dass die Tür schleift. Also die Hütte wird demnächst auch mal erneuert werden müssen. Die ist ja schon ziemlich fertig. Ich habe jetzt hier noch mal Rasen gemäht. Was noch was wird, sind die Salate hier. Da werden wir jetzt dann noch mal schauen. Wenn die noch ein bisschen weiter wachsen, dann können wir die noch ernten. Zucchini sind noch dran. Immer noch, dass welche rauskommen. Inwieweit die noch wachsen, das weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Hier sind überall noch Zucchini drin. Hier. Das wird sich dann zeigen, inwieweit die noch was wären zu der Jahreszeit dann. Ja, das war jetzt das kleine Video vom Gartenrundgang September 2018. Und ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.